Nee, also... Er hat... Oh, okay. Stimmt. Klar, er hat eine Doppel-Ingram. Damit braucht er mich gar nichts. Shotgun nur aus kurzer Entfernung. Ja, aber sonst ist gerade ein bisschen mau an Auswahl. Und mit den beiden Berettas kriege ich ihn, glaube ich, auch gar nicht so gut. Das ist ein bisschen das Ding gerade, was ich habe. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Ich habe halt gerade nicht so die Chance, weißt du? So, und direkt nochmal neu laden. Ich weiß, ich könnte mit einer Bullet Time da rein, aber die würde ich mir auch gerne aufheben eigentlich. Bullet Time muss ich mir eher aufheben. Können wir mit der Deagle vielleicht noch irgendwas ausrichten? Das ist das Ding. Sobald ich irgendwie rankomme, zielt er sofort und das war's. Warte mal, ich gucke jetzt nochmal hier mit der Deagle. Also er hat auch überhaupt kein Muni-Problem. Er knallert einfach wie ein Knallfrosch. Also das ist jetzt echt hart. Das müsst ihr zugeben. Das ist wirklich echt hart gerade. Das ist wirklich echt knallhart gerade. Das mit seinem Kumpel da ist halt auch vorher ein bisschen blöd gewesen. Dadurch haben wir halt viel Muni verloren. Nee, der ist affenstark. Der ist richtig stark. Der Typ ist richtig stark. Holy moly. So, wir probieren das jetzt hier nochmal. Ich weiß, mit der Schrotflinte ist vielleicht nicht so, aber mit den Berettern ist es auch eher ungeil gerade. Irgendwie ist die Auswahl gerade sehr mau. Und ich habe halt von der Shotgun habe ich noch relativ viel Muni. Nee. Nee. Was eine Idee wäre, immer wieder reinzugehen, zu speichern, reinzugehen, zu speichern. Aber das ist ja auch Dulli. Oha. Könnte das eine Idee sein hier? Das könnte eine Idee sein. Ich habe neuen Mut. Weil wenn man ihn einmal trifft, dann ist er quasi in seiner Animation und kann nicht schießen. Und bei der Desert Eagle besser als bei den anderen Waffen. Gut, dafür muss man ihn erstmal in die Situation bringen, klar. Aber das könnte was werden. Kommt wieder dazu, dass sobald wir in seinen Sichtradius kommen, das ist das für uns wahr. Da sind halt einfach gerade ein paar Faktoren, die es alles unheimlich komplex machen. Nicht unbedingt kompliziert oder schwer, aber einfach komplex. Hätte
hättest ja speichern können, nachdem du ihn bearbeitet hattest. Ja, stimmt. Aber ist halt immer die Sache. So, warte. Jetzt nochmal speichern. Jetzt habe ich ihn einmal getroffen. Und er trifft mich einmal und das war's. Das ist halt das Problem. Das ist das Problem. Das falle Problem. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen in der Zwickmühle. Das ist gerade eine blöde Situation, in der ich hier gespeichert habe. Ganz zu Anfang, meine ich. Das ist eine blöde Situation, in der ich ganz zu Anfang gespeichert habe. Und jetzt hängen wir halt hier in der Situation mit wenig Muni. Und er hat halt, ne, Muni und en masse. Und kann machen, was er will. Und wir hängen hier so ein bisschen drin. Oh! Lass mich raus. Schießt auch oft daneben. Ja, mach's doch besser, mein Freund. In so einer Situation, wo es immer zu Ende sein kann, ist halt auch einfach schwierig. So, aber das... Warte, dann speichere ich nochmal hier. So, jetzt haben wir ihn ja oft getroffen. Wir haben jetzt natürlich auch weniger Leben als vorher, klar. Aber vielleicht haben wir jetzt noch so eine größere Chance. Haben wir nochmal ein paar Mal getroffen? Und jetzt hört auch die Musik endlich auf. Oh, dieselbe Musik ist auch irgendwann dulli. Ja, kommt er? Nee, okay. Weiß gar nicht, kann man den überhaupt töten? Nein, er hat sich schon gehalten an der Seite. Holy. Mercedes. I'd seen the car before. That time it had heralded impressive explosions. Vladimir was back. Bang. You're dead, Max Payne. I might have laughed if I remembered how. What's this supposed to be? Cops and robbers? Look, you want something with me? Get in line. Peace, man. Relax. You know you are a real news item. Armed and dangerous. I am going to make you an offer you can't refuse. I've always wanted to say that. It's a bum rap. I've been framed. Well, that's a moot point. Whatever you did or did not do, I'm sure you had good reason for doing it. Want to hear me out? I'm listening. Punchinello messing with V is bad for business all around. But that's not all. There is this guy. Boris Stein used to pull jobs for me. He's the captain of the cargo ship Charon. Now the bastard turncoat has gone over to the other side, Punchinello's. The ship's loaded with high-res hardware, guns, my business. If Punchinello gets hold of that cargo, he's won and I have lost. And you'll have your work cut out for you. If you want to get to Punchinello, you will need heavy-duty persuaders. I am just the man to get them for you. Change the ship back under my flag, maybe pop two in the traitor Dime's head while you're at it. You'll get enough guns to start the apocalypse. You in or out? Let's get this show on the road. Vladimir was one of those old-time bad guys with honor and morals, which made him almost one of the good guys. None of us was a saint,
The Brooklyn Riverfront was a maze of rusty containers, sharp bone cranes looming up from the snowstorm. On a night like this, you couldn't help but think of the dark army of dead men sleeping with the fishes, cement shoes in line. No Minotaur lurked in this labyrinth, but somewhere out there, on the clanking deck of his cargo freighter, the skipper of the Charon was waiting, like the ferryman of the River Styx. So, Mann, das war ja, das war aber auch echt ein knaller Kampf. War ein cooler Kampf, war cool. Ja. Aber jetzt haben wir es tatsächlich schon viel nach zwei. Und, ja. Ich glaube, ich würde dann hier einfach auch mal einen kurzen Cut machen. Und, ja. Mich schon mal dafür bedanken, dass ihr bisher mit dabei wart. Skyrams, Dankeschön für deine Hilfe. Hier und da habe ich sie wirklich gebraucht. Und, ja, ne, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen lieben Dank. Und ja, bleibt steif. Und dann sehen wir uns. Ne? Haut rein. Bis denne. Und ja, schlaf gut. Ne? Tschüss mit Ü. Ciao mit Au. Tschüss mit Üs. Bye mit Ei. Tschüss, tschüss. So, und damit recht herzlich und schmerzlich willkommen zurück hier bei Max Payne. Stimmt, wir waren ja hier das letzte Mal, hatten wir den John Belushi mal noch eben schnell weggeschnutzelt. Und ja, wir sind jetzt hier am Hafen, Containerhafen, so wie das ausschaut. Und oh stimmt, oh, ups, ich hab's wieder kaputt gemacht. Oh nee. Ich krieg's hin. Ich krieg's doch nicht hin. Scheiße. Ah, jetzt. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt Tabulator-Taste gedrückt. Na, perfekt. Sehr gut. Genau. Also. Wie beim letzten Mal, ich hatte es wieder vergessen, das Waffenrad bzw. Ja, das die mittlere Maustaste, mir war gerade, also die Scroll, ja doch, mittlere Maustaste, der Begriff war mir gerade entschwunden. Nicht benutzen, die ist etwas verbuggt, genau, da war ja was. So, jetzt hier noch ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen. Ja, wir hatten hier Dual Berettas, wir hatten Desert Eagle, eine Deagle nennt man sie ja auch, eine einfache Beretta, wir haben Baseballschläger, eine Pump Action Shotgun und eine Sort of Shotgun. Und wir haben natürlich hier auch noch die, wie heißen die? Die anderen, die Uzis haben wir noch, aber dafür haben wir aktuell keine Munition. So, wir haben leider keine Painkiller. Wir haben aber jetzt auch nur noch die Hälfte vom Leben, ist ja hier unten rechts dieser Mann auf der Anzeige. Das ist unser Leben. Da rechts nebendran ist die Anzeige für Bullet Time, wo quasi ja, die Zeit etwas langsamer abläuft und wir ein bisschen mehr Reaktionszeit haben. Ja, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen jetzt hier mal weiter und gucken mal, dass wir hier auf dieses Kinex-Gelände kommen und einfach mal gucken, was da so geht. Guck mal hier irgendwie. Oh, da ist einer drin. Ah, da ist einer drin. Okay. Wir haben die Dual Berettas ausgewählt. Ah, nice. Oh, voll an ihm vorbeigeschossen. Holy shit, was war das denn? In Bullet Time an ihm vorbeigeflogen. Na, sehr gut. Oh, nochmal. Oh, schön. Mal eben hier. Warte, wir gucken mal eben kurz hier. Wie es denn hier mit den Sachen hier im Schrank aussieht. Ist da noch irgendwo Muni? Nee, gut. Okay, gut. Den haben wir hier erstmal weg. Können wir hier einfach durchs Tor?
Nee. Also das heißt, muss hier noch irgendwas geben. Können wir damit vielleicht da reinfahren? Nee. Glock. Hört sich immer noch an wie irgendwie so eine alte Frau, die irgendwie mit Glocks irgendwo rumläuft. Glock, Glock. Shotgun Ammo full, ja, dachte ich mir.